Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vielfach. Einen wunderschönen guten Morgen, eine schöne Wochenstart gewünscht. Es könnte heute soweit sein, wir könnten heute die Produktion bauen. Ich habe dafür schon mal den LKW vorbereitet, der wird hier gleich abgeladen. Und der könnte uns tatsächlich dafür nützlich sein, dass wir die Mission noch abschließen können. Die Mission ist jetzt abgeschlossen, wir können noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann können wir das heute rocken, das Ganze. Wir haben ja fast schon genug mit dem ganzen Ballenverkauf hier. Wir haben's. Wir haben's. Dann mache ich jetzt noch Safety First. 173.000 on top. So, meine Damen und Herren, wir gehen bauen. Wir gehen einfach bauen. Angekommen, Futtermischer. Warum willst du mir das sagen? Ah, guten Morgen. Der Start vom Held vom Feld war super. Ich habe mich gut geschlagen, ne? Ich habe mich wirklich gut. Ich habe alles gegeben. Habe ich gut gemacht. So, wir fangen gleich an. Sofort, sofort, sofort. Endlich hast du die Fabrik. Das ist auch eine Sache, die ich mir jetzt mal sagen muss und ansprechen muss. Ich habe ganz viele Kommentare bekommen. Und da war ein Kommentar dabei vor einem, ich weiß nicht mal, wie er hieß, der gute Mann. Und der hat geschrieben, er mag das sehr, wie ich das so spare, weil zum Beispiel Ansgar nimmt immer Kredit. Der nimmt immer Kredit, wenn er was braucht. Aber wir sparen die Geschichte. Und das finde ich cool. Das finde ich super. Und ich finde auch gut, dass das gut bei euch ankommt. Meine ich wirklich so, wie es ist. Zellstofffabrik. Ach so, hoho. Warte mal, wir müssen jetzt gucken, wir haben letztes Mal habe ich mich darüber beschwert, dass ich vorher das gepflastert hätte sollen, ne? Vielleicht ist es besser, wenn wir es jetzt zuerst pflastern und dann setzen. Schlachterei. Textil. Alter, bis ich die wieder gefunden habe, ne? Hier ist sie. Zellstofffabriko. Kommt da hinten hin. Ist schon ziemlich genau ausgemessen, wird so hier reinkommen, weil das schön auf allen Seiten dann passt. Wisst ihr, was ich meine? So, so kommt sie hier rein. Und jetzt werden wir mal ganz kurz das Terrain werden wir mal hier anpassen, damit das auch hier gut aussieht. Und das ist ein bisschen flotter. Also hier hinten kommt die praktisch hier rein, weil hier ist noch eine Öffnung und genau hier mache ich es rein. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade um das Gras, aber alles kannst du nicht haben, ne? Alles kannst du nicht haben. So, meine Damen und Herren, die Pflasterer sind wieder unterwegs. Wir haben uns die Tage mal ein paar Maps angeschaut für ein anderes Projekt und da habe ich das Zuhause der Pflasterer gefunden. Ist ein schönes Fleckchen in Polen, glaube ich. Ist natürlich nur Spaß. So, wir brauchen 1,5 Mio. Also wenn ich bei 1,5 Mio bin, dann müsst ihr sagen, stopp, 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 stopp. Sonst haben wir hier El Problemos. So, da wird alles gepflastert. Alles hier betoniert, verdichtet. Zu aus, fertig, Feierabend. Eigentlich musst du nur eine gerade Fläche hinbringen, ne? Also das, mehr brauchst du nicht im Leben. Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine Ausfahrt bauen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Schönes Pflaster. Es ist ein wunderschönes Pflaster, ich weiß. Ich glaube, irgendwann, wenn ich das Projekt beende, wird jeder sagen, aber das Pflaster war schön. Sonst war alles scheiße, aber das Pflaster war schön, ne?
So, Großflächenpflasterung. Zack. Fertig. Ist das, es ist auch schön gerade, ne? Pflasterplätze müssen verdichtet. Richtig. Es sieht richtig gut aus. Also ich glaube, ich kann das einfach so draufballern und gut ist. Ralf, grüß dich. Wir haben schon über dich gesprochen heute. Natürlich nur in höchsten Tönen gelobt, logischerweise. Ralf, danke dir für 16 Monate. Ne? Was soll ich sagen? Bist ein feiner Kerl. Ich danke dir vielmals, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Kann ich nur so zurückgeben. Aber jetzt genug mit der Schleimerei. Wir sind Kontrahenten. Ich gehört. So, warte mal. Die Zellstofffabrik soll es sein. Die Zellstofffabrik. Das war die hier. Die ist auch groß, ne? So, oder drehen wir sie um? Eigentlich ist es egal, wie du das machst. Ich würde sie so setzen. Chat, was sagt ihr? Soll man sie so lassen? So finde ich sie eigentlich gut. Du kommst noch außenrum schön ran. Ich würde sie so lassen. Hinten Platz, vorne Platz. Was sagt ihr? Ist gut, oder? Dann machen wir das jetzt hier raus. Ach, so viel Geld mit einem Knopfdruck verballert, ne? Oh. Herrlich. Herrlich ist es, du. So, dann schauen wir uns gleich mal an, was uns das jetzt hier bringt. Das ist ja immer die wichtige Geschichte. Was bringt uns die ganze Soße hier? Wir haben jetzt eine Papierproduktion. Aktivieren. Karton aktivieren. Kartonschicht und Klopapier. Die gute BG Kackpapp ist wieder da, meine Damen und Herren. Endlich. Lange haben wir warten müssen, aber sie ist wieder da. Sehr schön. So, wir lassen alles auf einlagern. Ich glaube, wir... Achso. Ja, erstmal lassen wir es einlagern. So ist nämlich richtig. Ja, meist ist schön. Jojo. So, und jetzt können wir uns natürlich überlegen, fahren wir zentral über den Hof und machen hier mit einem Zaun zu. Zip. Oder fahren wir auch hier rein? Ich bin nicht sicher. Ich würde eher das gute Fünflagige, also ohne Fünflagige gehe ich, also jetzt mal ehrlich, ne? Fünf Lagen ist das Minimum. Also wir reden hier von Toilettenpapier. Das Problem ist, kann ich diesen... Ah. Oder soll man die dekadente Hecke nehmen? RLS... Ich spreche das nicht immer falsch aus, ne? RLSF. Tilo, grüß dich. Kann ich 20.000 Euro für eine Hecke bezahlen? Kann er. ...22.000 Flecken für eine Hecke? Ja, kannst du machen, ne? Ich will die Zufahrt über die Seite hier machen. Das ist schon schön. Gönnen kannst du, das ist richtig. So, das heißt, hier haben wir eine schöne, dicke Einfahrt. Das passt. Hier haben wir noch Platz. Hier können wir noch Sachen abstellen, wenn wir wollen. Das können wir easy peasy machen. Das ist übrigens dasselbe Pflaster. Hier ist nur Schatten und hier ist kein Schatten, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. So, okay. Haben wir denn... Mittlerweile müssen wir denn doch... Was ist denn hier los, sage mal? Hat irgendjemand geschubst hier? Ich glaube nicht, dass ich die Dekose heute noch schaffe. Sag ich dir, wie es ist? Aber brauchen wir auf alle Fälle, ne? Kommen wir nicht drum rum. Genau, Saatgutproduktion würde wohl auch hinpassen. Hast du recht. Hast du recht. Lass mal so. Wie viel ist da noch? Achso, okay, das können wir beim nächsten Mal machen. Das ist nicht so wichtig. Haben wir noch... Da ist ein LKW. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nämlich noch Wasser holen. Gibt es eine Entscheidung deinerseits für den neuen Map, Werner? Gibt es, will ich aber noch im Stillschweigen halten. Weil es noch eine klitzekleine Option gibt, die ich wahrscheinlich erst nächste Woche hören werde. Da ist er nochmal, meine Damen und Herren, ne? Der originale Held vom Feldauflieger. Ich finde ihn super. So, ich würde tatsächlich jetzt
den hier nehmen. Hackschüssel haben wir noch nicht tatsächlich. Aktuell zumindest. So. Dann nehmen wir das hier. Füllen wir hier mal ein bisschen Wasser auf. Weil Wasser müssen wir sowieso reinpacken, ne? Da kommen wir nicht drum rum. So, ich muss mal kurz gucken, was der Rest so macht. Der steht hier rum, das ist okay. Der ist fertig. Ja, da hast du was, da musst du aber nochmal anfangen, du. So, warte mal. Dann machen wir das auf. Dann setze ich dich ein bisschen weiter hinten an. Weil der Johnny, wo ist denn der Johnny? Ist der Johnny noch da? Es müssten eigentlich zwei Fahrzeuge hier auf dem Feld sein. Aber weißt du was, machst du einfach hier weiter. Da ist der Johnny. Na gut. So, ach, den habe ich vergessen. Siehst du, ich habe gewusst, einer fehlt mir in der Liste. Was haben wir da gemacht? Grobarino 24. Das ist das rechte Feld. Komm mal auf den Stuhl. Hackschnitzel, warte doch. Hackschnitzel, war noch was? Die hatten doch irgendwas mit Hackschnitzel. Hatten wir doch. Stimmt, die waren doch da. Ich habe es jetzt gerade mit irgendwas anderem vertauscht. Was hatte ich jetzt gerade im Kopf? Irgendwas habe ich mir jetzt gerade im Kopf gedacht. Irgendwas? Aber Hackschnitzel habe ich, stimmt. Weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten. Also, die wollte ich nicht mehr. Ach, die hat man doch aus einer Produktion rausgezogen, bin ich der Meinung. Die war aus einer Produktion raus, glaube ich. Ja, ja. So, er hier ist dabei. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist Wasser drin. Dann können wir das schon mal einfahren. Dann können wir mal gucken. Können wir gleich einen neuen Kurs anlegen. Sieht ein bisschen aus wie ein Spinnennetz hier. Aber muss auch so sein. So. Dankeschön auch für eure ganzen Follows. Vielen, vielen Dank dafür. Ach, guck mal. Hier drüben haben wir schon den Kurs. Ach, wenn man das einmal schön angefahren hast, dann ist das schon eine feine Sache, ne? Kann man schon so sagen. Dann würde ich jetzt mal... hier weitermachen. Ich muss das kurz überlegen. Ich hatte das schon im DFV, hatte ich ja dasselbe. Ich glaube hier vor... hier war doch das Wasser, wenn ich das recht noch weiß. War hier nicht das Wasser? Hier war Wasser. Dann würde ich hier noch einen Punkt machen. Was habe ich falsch gemacht? Das können wir wegmachen. Ist das neu? Mal so. So, dann haben wir das hier. Dann fahren wir hier rum. Dann haben wir hier noch ein... ah, hier ist irgendwas anderes. Abwasser, glaube ich, ist das hier. Dann fahren wir hier weiter. Passt auch. Hier hinten gibt es Leerpaletten, die werde ich aber nicht einfahren, die werden sowieso automatisch verteilt. Und hier kommen dann die Waren raus, was ich weiß. Hier kommen die Paletten raus. So irgendwie war das dann doch. So, und dann war es das eigentlich schon. Ich glaube, mehr Punkte haben wir auch gar nicht hier. Haben wir nämlich schön Einfahrt, Ausfahrt. Tipptopp, du. Tipptopp. So. Da gehen wir zurück. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie anschließen können hier. Mhm. So, dann können wir das hier ran machen.
Und dann können wir das hier ranlotsen. Da geht es nämlich in beide Richtungen, ne? Ja, wir sind noch nicht fertig. Eins an anderen. Hier vorne haben wir angeschlossen, das ist in Ordnung. Dann drehen wir einmal. Hier hinten müssen wir nochmal gucken. So, jetzt müsste eigentlich passen. So. Entweder Shift oder Steuerung und dann auf Rack. Ich weiß gar nicht. Shift oder Steuerung. Eins von beiden müsste drücken für die Nebenstrecke. Das ist natürlich jetzt falsch gemacht, ne? Logisch. Egal. Ja, auf alle Fälle, meine Damen und Herren, Zellstofffabrik steht. Wichtig. Die werden wir dann bis zum nächsten Mal schön befüllen mit allem, was wir brauchen. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Genau, Shift, linke Maustaste, sowas richtig. Meine Damen und Herren, für heute sind wir schon wieder fertig. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssikowski. Ciao, ciao.